Ach, dann kaufst du doch einfach. Also ich hätte echt gern ein neues Modell, ey. Fairmunster City. Amüsierst du dich gut in der Fairmunster City? Ich war noch nicht lang hier. Bei uns werden Technologie und Business groß geschrieben. Das freut mich. Endlich, juhu! Gerade frisch gemacht. Wir bei Spießer drehen den Spieß um. Nein, 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 warte, du bist... Nein, ich hau ab. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich auch nicht. Nee, mit euch rede ich nicht mehr. Ihr seid es mir nicht mehr wert. Und dann habe ich den Roboter gemacht da hinten. Und dann bap, boop, bap, beep, bap, boop, 5 FPS. Und das fanden alle so witzig. Nein, das ist nicht witzig. Ich habe das Luxio angesprochen, okay? Definitiv. Nicht die Frau. Die muskulöse Frau. Sie macht ja viel Sport, oder? Das hast du aber gut erkannt. Die Hauptstraße findest du nördlich von hier. Nur in unserer Stadt flimmern dir aus allen Richtungen Leuchtreklamen entgegen. Das freut mich. Und ihr? Ich will die Arena sehen. Wo wollen wir als erstes zum Kampfplatz? Blavl. Blavl. Favl ist voll cool. Favl ist mein favorite place. Ein Flottball. Ja, ich bin auch schon gespannt. Also, legendäre Pokémon interessieren mich ja vor allem auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, welches es gibt. Meine Fangkraft. Ich werde später Pokémon fangen gehen, also will ich unbedingt etwas essen, das meine Fangkraft steigert. Och, okay, das bin ich ganz ehrlich, das könnte echt gut sein, so eine Fangkraft steigern. Ich hätte ja gut Lust, in Mesclaras Schatzstube zu essen, aber Kombos Edelkombüs in Garafossa City wäre auch nicht verkehrt. Rufen wir uns ein Flugtaxi? Ja, Mann, Flex, Flex. Irgendwas mit Fangkraft? Ich meine, warum nicht? EP-Kraft, Begegnungskraft, Fangkraft, Star. Ja, warum kann ich denn eine Fangkraft für alles haben? Ich meine, Raidkraft, Geist. Meine, komm mal, machen wir doch mal sowas. Zahlen wir mal mit Geld. Wir haben es noch nie gesehen, wir haben noch nie was gegessen hier. Also, legen wir mal los. Lecker. Manchi, manchi. Oh, wir genießen es alle, vom Tentakul da rechts mit seinem Pixel-Ding. Das war schon genial. Vor allem, warum sind meine Haare so schwarz? Also wirklich, die waren ja mehr schwarz als weiß. Also die Farbgebung, also ihre Haare sind ja wirklich mehr weiß. Also vielleicht grau, okay, weiß-grau. Aber das war ja schon wirklich, das war ja nicht mal mehr weiß. Wenn ich ehrlich bin. Also was soll ich denn nehmen? Hilft das beim Muskelaufbau? Also ich empfehle Schokolade. Ach wirklich? Für den Muskelaufbau? Ja, Schokolade stärkt natürlich den Zucker und Zucker ist gut. Denn Zucker fördert die Muskeln. Nö, ich glaube, ich brauche keine Sandwich-Zutaten. Also weg davon. Gut, dann kommen wir eigentlich zur Hauptstraße schon. Dann ist die Stadt eigentlich schon fast fertig. Ja, ich weiß. Sehr, sehr interessante Stadt. Ich weiß. Ja gut, eine TM, gut, da sage ich nicht nein, da bin ich ganz ehrlich. Surf? Surf ist natürlich geil, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich mit dabei. Vergiss nicht, die Fotos später zu teilen auf Twitter. Aber Twitter ist tot. Ja. Das ist wahr. Ein Sandwich ohne Pizza? Ich wollte eigentlich gerade ein Sandwich machen, aber die sind mir noch glatt die Pizza ausgegangen. Vielleicht sollte ich mir einen Vorrat anlegen an Pizza. Oder du hast ein Pokémon, was Piekser kann. Das ist nicht funny, Bro. Richtig unfunny, Bro. Ja, okay, es tut mir leid. Aber Surfer. Surfer bin ich mit dabei. Ich meine. Nein. Haben wir Schlickda war ja auch eher ein Spezialangreifer. Genau, das war ja so. Oder? Genau, sein Angriff ist 34. Das ist scheiße. Weiß er nicht. Ein Schlickda, was mehr einen normalen Angriff hat und nicht, also nicht speziell angreift. Ist natürlich doof, sagen wir es mal so. Ich geb's ihm trotzdem mal. Es ist trotzdem dumm. Also wird Schlickda wahrscheinlich auch nicht so lange in meinem Team bleiben. Und ich finde es auch toll, dass man in diese Häuser nicht rein kann. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es wirklich sehr, dass man das nicht kann. Nicht wahr? Hyperbälle. Ey, selbstverständlich. Gar kein Thema. Ein dem Superball in allen Belangen überlegenes Produkt. Gut, dann bestelle ich mal 300. Wirklich, ich muss der beste Trainer sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein. Wirf Chefina. Klippe. Auf die Straße. Und lässt es überfahren.
Wir leben in einer Welt, in der man mit wirklich allen sein Geld verdienen kann. Ja. Wenn ich mal groß bin, dann möchte ich auch mal Influencer werden. Okay. Deine Zeit kommt langsam zu spät. Ich glaube, wenn du groß bist, ist die Zeit des Influenzens vorbei. Aber vielleicht Influencer, das kannst du vielleicht noch werden. Das kann ich empfehlen. Da ist vielleicht noch Twitch am Leben. Vielleicht. Außer Elon Musk kauft es auch ab, dann ist es vorbei. Aber das ist eine andere Geschichte. Was haben wir denn hier? Willkommen in Sushi Wok. Wo sich alles um Sushi dreht und alles Sushi isst. Cool, Sushi, mein Leben. Ich hasse Sushi, aber okay. Hallo, Mr. Guy. Alles ganz frisch zubereitet, dann bin ich ja schon mal weg. Da vorne ist ein Ball. Ich weiß auch gar nicht mal, wo ich bin. Da vorne ist, das ist die Hauptstraße dann, okay. Dann bist du der frisch zubereitet Kerl. Dann heißt total, mein Smart Rotom ist echt geil. Geiler als die anderen Smart Rotoms. Denn ich hab's geupdatet und geupgradet. Also Socken sind wichtig, ey. Weißt du, wer unsere ständigen Begleiter sind? Socken. Deswegen sollten sie so bequem sein wie nur irgend möglich. Und deswegen ziehe ich auch nur Kuschelsocken an und nicht irgendwelche langweiligen, doofen Socken, die eng sind. Wie viel Stauraum meine Tasche hat, ist einerlei. Hauptsache, sie ist was fürs Auge. Also wenn da nichts reinpasst, ist egal. Hauptsache, man kann sie sehen und sagen, sie ist gut aussehend. Gut, okay. Hier kann man Hüte kaufen. Ich bin nicht. Also Hüte bin ich dabei. Also. Vielleicht ist da mal ein besserer Hut für mich. Die Fliegermütze, die ich mir nicht anschauen kann. Was ist denn das? Das ist ja nicht mal. Nein. Gibt's eine schönere Mütze? Die Schiebermütze. Ja, Chefina, ich fühle deinen Blick. Genau so fühle ich mich auch. Und bei der anderen Mütze hast du wie geguckt? Auch so. Ja, Chefina, ich fühle das. Ich bin auch der Meinung. Kauf mir nichts. Dann kaufen wir halt nichts. Oh, es regnet. Da wollte jemand nicht kaufen. Dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass es regnet des Todes. Okay, und wo sind vielleicht mal Brillen? Brillen? Brillen! Hey, da kann man schon was. Da ist ein schönes Item. Irgendwas Kleines. Ja, gut, ein Supertrank, okay. Ich sollte öfters in die frische Luft, gerade wenn es regnet. Ja, ich wollte gerade runterspringen und wurde aufgehalten von einer unsichtbaren Macht. Käfertrutz. Ja, gut, okay. Was haben wir hier? Ein X-Volltreffer. Ja, gut, das werde ich wahrscheinlich nie benutzen, aber okay. Gut, das sieht nach einem Gebäude aus, wo man rein kann. Das ist aber die Arena anscheinend. Ja gut, dann gehen wir da eh nicht rein. War ich denn hier schon? Ja, keine Ahnung. Ich bin Leute wieder verwirrt, weil der Stadtaufbau wieder sehr seltsam ist. Mit verwinkelten Straßen und was weiß ich. Gut, hier war der Sockenladen. Hier war der Eingang. Dann sind wir da hier rechts gegangen. Also hier links gegangen. Also von uns aus, also von der aus hier Richtung rechts. Das heißt, ich war, glaube ich, da vorne rechts noch nicht. Und da ganz vorne auch noch nicht. Und dann ist hier die Arena, und dann haben wir unseren Spaß haben. Ich glaube, hier waren wir nicht. Hier ist nichts. Hier ist ein Item. Hier ist irgendeine Frau, die wahrscheinlich nicht reden möchte. Ich meine, ich habe nicht mal was gegen die NPCs, die nicht reden. Das ist ja realistisch, okay? Nichts dagegen. In Ordnung, bis später. Meinetwegen. Aber Häuser, die ich nicht betreten kann, finde ich ja wieder ein bisschen Gibst du auch alles? Viel hilft viel. Je fleißiger deine Pokémon kämpfen, desto stärker werden sie. Na, willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Nein. Ach, das ist ja traurig. Hallo? Hallo? Schlaubrille! Diese dicke Brille versteckt Spezialangriff basierende Attacken. Ein wenig Natur inmitten der Stadt wirkt wahre Wunder gegen Stress. Also, wer in Famanza City wohnt, erlebt jeden Tag ein neues Abenteuer. Also, gerade mit unserer geilen Frau... Die Enigmara, ey, die macht ihr bestes Beste aus unserem Leben, ey. Also, ich bin größter Fan. Verstehe ich. Jetzt haben wir noch diesen großen Ort hier, dieser Pokéball geformte Ort. Recht so, ich habe ihm gesagt, was Sache ist. Verstehe ich sehr. Dann machen wir einen riesigen Kreis, okay. Gehen wir erstmal hier entlang. Was hat der Typ hier zu sagen? Der scheint sehr depressiv zu sein. Unser nächstes Projekt. Ich habe eine geniale Idee für einen Workshop. Töpferkurse in Asarila. Das wird sicher ein Hit. Das ist ein großer Hit. Das muss funktionieren. Wer hat sich das hier ausgedacht? Das ist hässlich. Das ist süß. Ja, okay. Weiter. Nein, das würde ich nicht kaufen wollen.
Oh mein Gott, du hast mich überzeugt. Ja, Schuhe. Aber Hauptsache, von der Katze sehen wir nicht die Weiterentwicklung. Mmh, also smoochy. Mmh. Kaufen Sie die tolle Peitsche mit meiner Kunst. Hubert ist hier. Okay, ist das schon mal interessant. Das sind ein paar Arena-Leiter, ein paar Model, also ein Model. Die Weiterentwicklung vom Wasservieh. Ich meine, ich kann nur bei Teddy herausfinden, wie das Wasservieh am Ende aussieht, also Quacks. Aber Teddy trainiert das jetzt nicht mehr, glaube ich. Sie hat gesagt, sie will es wegwerfen. Was ich verstehen kann. Es sieht jetzt nämlich auch nicht gerade so toll aus, aber besser als meins, also bitte. Jeder Artikel aus Tulias streng limitierter Kosmetikproduktlinie ist fantastisch, okay? Wie soll ich deine Entscheidung treffen? Meine Lieblingsinfluencerin hat noch gar keine Review dazu rausgebracht. Etas neuer Song ist raus. Boah, ey, den muss ich mir geben. Etta war die... War das die Olle? Olle vor allem. Ja, ist schon eine Olle. Die Frau, die ihren Hund verloren hat, oder? War das die? Aber wer könnte das sein, Etta? Das ist diese Beauty-Olle. Olle, ja. Warte, kann ich den Namen angucken irgendwie? Hier ist irgendwas auf dem See, okay. Muss mal kurz gucken hier. Ich habe gar keine Orientierung. Ich sehe auch, irgendwie kann ich die Gesichter... Also du bist da. Du bist aber Team Star wahrscheinlich, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Rot sind Arena-Leiter. Okay, dann seid ihr alle Arena-Leiter. Wer bist du? Warum sehe ich euch nicht auf der Karte? Ich finde euch nicht. Seid ihr weiter links? Anscheinend seid ihr weiter links, würde ich sagen. Okay, du. Ach nee, du bist Fee-Mitglied, ist nicht oben. Ich dachte immer, dass das Fee-Mitglied... Ach doch, warte mal, wir müssen drehen. Das Fee-Mitglied ist in der Nähe des Eisgebiets, weil das habe ich mir eigentlich gut gemerkt. Ach meine Fresse, kann das Ding wieder aufhören, mal rauszugehen? Ich will doch nur ein bisschen nach oben zoomen. Wo sind denn die anderen Arena-Leiter? Hier ist noch ein Arena-Leiter. Das ist Aoki. Nur ein bisschen. Das ist Giftmitglieder. Nee, wo ist denn... Ich will die anderen Arena-Leiter noch finden. Das ist Etta. Ach, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele setzt Geister-Pokémon ein. Also doch, okay. Das heißt, im Eisgebiet ist doch die... Ist dann... Also, sie ist eine Rapperin. Okay. Ist mir jetzt neu, aber cool. Okay. Na gut. Hätte nicht gedacht, dass Etta so eine... Ach gut, okay, es hieß ja, sie ist ja schon... Macht schon seit 40 Jahren das Ganze, also... Ergibt schon Sinn, dass sie ein bisschen älter ist. Also, diese Wolkenkratzer sind sowas von hoch, ey. Und das Geilste ist, du kannst nicht betreten. Das ist richtig geil. Da verringert man sich beim Anschauen schon fast den Hals. Also, alle 5 dieser Gebäude sollen wohl einer Firma namens Paldea Immobilien gehören. Ach, ist voll scheiße, ey, Immobilien. Oh, und die lassen einfach keine kleinen Kinder rein. Das fand ich immer sehr, sehr frech. Also, hat mich immer enttäuscht. Weil ich wollte immer, dass mein Kind irgendwann mal... Ich darf nicht auf Miraidon reiten. Doch, darf ich. Ich dachte schon, auf dem Gelände ist Miraidon-Verbot. Ich werde das überprüfen. Jemand reitet hier mit Miraidon rein. Hast du gerade was gesagt? Nein. Ja, töte die Immobilien. Los, Glibbe. Töte sie. Das ist alles, das ist einfach nur reich. Reich ist böse. Wir müssen reich zerstören. Oh, das ist eine TM. Wir beklauen jetzt auch noch Paldea Immobilien. Haben hier einfach Reflektor versteckt, was wir nie benutzen werden. Fermanzer City. Woher kommt eigentlich der Name Fermanzer City? Vom Fermentieren? Aber weshalb dann Manzer? Wie dem auch sei, hier im Fermanzer Lichtermeer geht mir bestimmt bald ein Licht auf. Ach, du bist so lustig. Sehr, sehr funny. In Ordnung, bis später. Was habt ihr zu besprechen? Ich krieg Hunger. Ja klar, also Hunger, also immer. Ich bitte darum. Ich will, dass die Ware sofort geliefert wird. Hier, unter der Brücke, wo uns keiner sehen kann. Außer dieses Kind. Mein Idol. Ich habe das falsche Ding angesprochen anscheinend, wie immer. Der Regen hat aufgehört durch Magnetilo. Mein Idol, als Leuchtreklame, mal auf dem einen, dann wieder auf einem anderen Schild. Ach, mein Kolzo, niemand hypt dich mehr als ich. Hallo, ich wurde mit ihm geschippt auf Instagram. Nur ich. Sobald du eine TM erhalten hast, kannst du mit der TM-Maschine eine Kopie davon anfertigen. Richtig geil. Ich will nichts essen. Ich will auch nichts von dir. Ich will auch nichts von euch beiden, ihr Automaten. Ich will von niemandem was. Hört auf, mir was aufzudrängen.
Sollten wir dich langsam ins Büro? Nee, nee, also wir sollten die Pause schon genießen, also... Verstehe ich, verstehe ich. Die Pause muss auf die letzte Minute ausgenutzt werden, natürlich. Ich liebe dich. Also mit einem Reit-Pokémon, das Weltreiten beherrscht, könnte man sich ganz sorglos in die Fluten stürzen. Einst war Vermanster City eine Hafenstadt, aus der aus Minen gewonnenes Erz mit Schiffen abstrand, bla bla. Aber bla 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 Knotenpunkt bla. Das verstehe ich sehr, ja. Verstehe ich wirklich sehr. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ja, wenn man es so sieht... Ach ja? Wirklich? Ist das so? Ja, also wenn man es so sieht... Donnerstein, uiuiui. Weiß nicht, ich glaube, ich habe kein Pokémon, was Donnerstein benutzen kann, oder? Dann gehen wir wieder zurück auf den Ballpfad, würde ich sagen. Ich meine, ich kann mal kurz in den Beutel gucken. Vielleicht wird jetzt Donnerstein irgendwo stehen und sagen, oh mein Gott, benutze es. Ich glaube es aber nicht. Ach, wer hätte das gedacht? Ach, wer hätte das gedacht? Ach, wer hätte das gedacht? Dass keines meiner Mitglieder einen Stein benutzen kann, um sich zu entwickeln, hätte ich niemals erwartet. Ich finde es toll, dass es wirklich das einzige Pokémon ist, also das Katzen-Pokémon, das nicht die Weiterentwicklung zeigt. Irgendwie voll traurig. Die Überwachungskameras. In Vermanster City sorgen Überwachungskameras für Sicherheit. Die Aufnahmen sollen wohl bei der Arena-Prüfung verwendet werden. Okay, bin gespannt. Von da kamen wir also... Die Runde müssen wir nicht mehr drehen. Ist ja richtig gut geworden. Ey, passt perfekt, Mann. Komm, ich lade dich ein. Bist du sicher? Ey, geile Dank. Geile Dank? Was soll denn das heißen? Geile Dank? Was machst du da hinten? Das wird ein super Foto für meinen Schatzi-Batzi. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Ich glaube, dann sind wir die Runde gedreht, oder? Wo war die Arena? War die hier? Ach, da vorne ist ein Brillenladen. Den habe ich übersehen. Brillenladen. Ist das neben den Sockenkerl? Hier gibt es Rucksäcke. Oh mein Gott, wir müssen hier, glaube ich, noch ein bisschen einkaufen. Warte mal, aber vielleicht gibt es hier mal coole Brillen. Eine Brille für Chefina haben. Eine Sportsonnenbrille klingt ja schon mal scheiße. Also mich ganz ehrlich, was ist das denn? Nein, also Chefina tue ich sowas nicht an. Warum nicht? Die coole Influencerin Chefina? Oh mein Gott, ich glaube, das wäre schon auf einem Bild wäre das ein bisschen lustig. Ich meine, für den Eingag mit Chefina wäre das tatsächlich, aber sofort, dann ziehe ich das sofort wieder ab. Aber für Enigmara, gerne. Dann zeige ich ihr nämlich, was hier L plus Ratio ist, also machen wir sie richtig fertig. Zeigen wir mal hier, was eine richtige Influencerin ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chefina, es tut mir leid. Wir machen das für Stil. Oh mein Gott, richtig. Chefina, du machst sie alle platt. Haben wir denn alles? Wir haben Tränke, Zutaten und Pokebälle. Haben wir was vergessen? Wollen wir vielleicht mal einen coolen Rucksack kaufen? Ich weiß es nicht. Rücken. Für den Rücken gibt es einen Sportrucksack. Cool. Ah, es ist halt auch nicht meins. Boah, das ist schon cool. Was ich meine. Ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ist schon nicht schlecht. Also gerade das hier gefällt mir schon mehr vom Motiv. Ich glaube, ich kaufe C. Mit den LPs, würde ich sagen. Ich gebe 6000 Let's Plays. Ja, dann sind sie aber wirklich massig in den Schulden, oder? Immer. Bei mir immer. Ich bin fertig mit meinem Einkauf. Den anderen Rucksack, den stecken wir einfach da wieder rein. Denn mein Rucksack ist riesig, das geht schon in Ordnung. Was haben wir hier? Ich sollte mal was Neues ausprobieren. Mein neuer Look ändert oft auch auf die Stimmung. Je nachdem, wie du dich anziehst, könnte dein Tag sich in die verschiedenen Richtungen entwickeln. Na gut, was für Kleidungsstücke gibt es hier in Sigurite? Sigurite, okay. Handschuhe und Mützen. Vielleicht ist in der Mützabteilung was Cooles. Helme. Ja, ich glaube, Helme will ich nicht haben. Ich gebe hier wieder weg. Nein, keine Helme für Chefina. Keine Helme für Chefina. Das hier könnte aber interessant klingen. Das ist ein Friseurladen, oder? Das heißt, wir könnten uns vielleicht mal die Frisur ändern. Vielleicht. Juckt es? Mich juckt's immer. Na, was denkst du? Sieht toll aus. Hereinspaziert.
Oh mein Gott, 3000 Poké-Dollar? Für eine Frisur, die ich vielleicht gar nicht haben möchte? Klar, ich bereite alles vor. Gut, dann zeig mal her. Zersaus ist immer noch dasselbe. Ein symmetrischer Bobschnitt ist immer noch dasselbe. Kurze Dreadlocks, das hatten wir halt alle schon. Wie gesagt, ist nichts Neues bis jetzt. Also, das Weiße sieht gleich aus. Seitliche Zöpfe. Ja, ich meine, ist ganz nett, sagen wir es mal so. Aber fühle ich jetzt nicht so. Sie sind nicht so, die sind nicht so schön gemacht. Ich weiß nicht, bin nicht so der Fan davon. Guck mal die anderen an. Haarkranz ist auch ganz süß, aber nee. Langer Bob, zurückgekämmt. Seitenscheitel, nee. Lang und gerade ist halt das Beste, sagen wir es mal so. Stoppelfrisur. Flechtzopf. Nee. Nee, nee, ich glaube, ich bleib bei der Frisur. Fürs Erste. Vielleicht wechsle ich doch nochmal und sag, ja, vielleicht ist die Frisur doch noch ganz nett. Also gerade der Flechtzopf, der war ja anscheinend ganz... War das der Flechtzopf? Oder war das dieser Kranz? Ich weiß es nicht mehr, welches davon war. Aber die eine Frisur, wie ich sagte, die sieht toll aus. Da muss ich sagen, ja, vielleicht. Und hier geht es anscheinend raus aus der Stadt. Hier noch irgendjemand, der reden möchte? Der berühmte Professor. Erinnerst du dich noch an ihn? In den Nachrichten habe ich schon lange nichts mehr von ihm gehört. Was ist mit ihm passiert, meinem Mann? Vielleicht meint sie aber auch gar nicht, mein Mann. In der Nähe von Kucharico steht ein Leuchtturm, dessen Erdgeschoss als Labor fungieren soll. Ja, und da ist unser guter Futurus wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist dieser Leuchtturm auch einfach der Weg in den Schlund, würde ich sagen. Vielleicht. Hm, Terra-Stück Elektro. Ich frage mich immer noch, was es damit auf sich hat. Was kann man denn damit machen? Kann man das jemandem geben und der wird dann stärker damit, oder? Ja, du machst das Bild für deinen geilen Mann, ich weiß. Ich habe langsam wirklich die Orientierung ein bisschen verloren. Bin ich jetzt langsam mal fertig hier, oder? Ja, habe ich schon mit euch gesprochen? Ich glaub's nicht, was? Echt? Ich weiß einfach nicht, was ich nehmen möchte. Wenn ich mal in der Akademie studiere. In der Akademie sollen die Bücherstapel bis zur Decke reichen. Wenn ich mich doch einschreibe, lese ich jede Ausgabe von Okkult. Das finde ich gut, da gibt es ganz coole Dinge. Aber hier kann ich leider nicht rein. Denn Chefina interessiert sich nicht für Bücher. Sondern für Kaffee-Meeresrauschen. Ja gut, das sind halt die ganzen Essläden, die interessieren mich halt nicht. Bin ich ganz ehrlich, hier ist auch ein weiterer Pfad nach oben. Weiter vorne steht ein Leuchtturm, der einen sagenhaften Ausblick über Vermanster City bietet. Den können wir ja wann anders mal erkunden, aber jetzt gerade interessiert mich ja nur die Arena. Und hier kann ich Medizin kaufen. Willkommen in der Chanera Apotheke. Schöne Apotheke. Dieses kann ich auch alles im Supermarkt da vorne kaufen. Oder nicht gut, eigentlich nicht, aber die ganzen X-Sachen interessieren mich halt auch einfach nicht. Also meine liebsten Fotos, also ich mag ja Landschaftsfotos zwar ganz gern, aber als Erinnerungsfotos eignen sich Schnappschüsse mit Menschen und Pokémon einfach mehr. Gut, das verstehe ich ja. Ich hätte nichts. Also ich will was mit meinem Pokémon teilen, dann nimm doch dieses XXL-Eis für 2 Millionen Poké-Dollar. Also das ist ja ein Schnäppchen. Ich liebe Schnäppchen. Ich mag gar nicht aufhören, Fotos zu Fotos nehmen, bla bla. Bizarro-Raum. Das ist nicht mehr die Stadt. Das hier ist östliche Zone 2 mit Libiskus da vorne. Aber das hier ist leider wieder Vermanster City. Tragisch, oder? Aber dieser kleine Teil der Stadt, das ist nicht mehr Vermanster City. Das ist wirklich nicht mehr Vermanster City. Das erkennt man ja sofort. Kann ich hier rein? Also sind ja anscheinend alles Ort. Nochmal Straßen, wo ich nicht war. Ovaler Stein. Hier kann ich nicht rein. Kann ich dort rein? Das sieht ja schon mal gut aus. Da kann ich sicher rein. Sicher wieder ein typischer Essladen. Ja, leckere Mahlzeit. Was gibt's hier? Oh mein Gott, Mapo-Tofu, Mandel-Tofu, Tentraka an Tofu, Pfeffer-Tofu mit Tofu und Tofu. Ey, ist ja richtig geil. Danke fürs viele Tofu. Ist das wieder Meeresrauschen? Na, keine Ahnung. Ist irgendein Laden halt. Ignorieren wir. Gute Arbeit. Danke. Ihr sollt noch Paraheiler kaufen. Also ist ein richtiger Laden mal hier. Hereinspazieren und willkommen im Supermarkt Hambada. Ich finde es irgendwie schade, dass man die Läden so designt hat. Das sind Hyperheiler. Seht ihr sie auch? Ich weiß halt nicht. Ich finde es ein bisschen schade.
Aber ist ja nur meine Meinung, okay? Nicht eure Meinung. Also ich nehme an, ich bin jetzt auf der falschen Seite. Also es gibt zwei Seiten, wo man weitermachen kann. Einmal hier die Hintenseite und dann diese vordere Seite. Und an der vorderen Seite ist die Arena. So verstehe ich das gerade. Das heißt, die Stadt ist auch... Die Stadt ist schon groß. Solche Städte liebe ich. Diese Stadt erkunde ich gerne. Also im Gegensatz zu der ersten, also dieser Hauptstadt. Denn die Hauptstadt finde ich Müll. Aber das hier ist eine schöne Stadt. Erkunde ich gerne. Die Häuser gerne auch. Aber okay, meinetwegen dann halt nicht. Da vorne ist noch ein Item. Und dann können wir zu Enigmara rennen. Sie ist so süß. Enigmara ist einfach so süß. Alter, ich habe ihr schon 10-mal geschrieben, dass ich sie liebe. Und sie immer so, hahaha. Und das war's, ey. Also sie habe ich zurückgeschrieben. Ich meine, das macht nicht jede Influencerin. Oh, kein anderer Streamer hat so viel Ausstrahlung. Ey, hast du neulich Enigma TV geschaut? Oh mein Gott, die Collab mit Tulia. Ey, war der Wahnsinn. Ich hoffe, sie collab bald wieder. Oh Mann, sie ist meine Lieblingsinfluencerin. Oh mein Gott, was hat dir eigentlich am letzten Video von Enigmara mehr gefallen? Ey, also ich fand ja ihre Ausstrahlung toll. Und wie sie gesagt hat, abonniere. Ich meine, klickt weiter. Ich meine, kommentiert und sagt, was ihr mögt. Und so, das war so toll. Sie ist absolut nicht klickgeil. Ja, das freut mich. Ich bin auch nicht klickgeil. Ich Chefina doch nicht. Warum auch?